to interrupt this program to bring you a special news. Hallo Facebook, YouTube, Cloud Guerilla, Lappen und alle, die mir zuschauen mögen. Hallo zusammen, ich habe wieder was zum Zeigen. Und jetzt gut zuhören bitte, das ist ein Prototyp, den ich euch zeige. Da ich ein bisschen faul war, hat mich Elvis überholt und habt jetzt im Laden und im Online-Shop schon den Final von dem Teil. Wer es genau angucken möchte, wie Final aussieht, der kann das online machen, im Shop bei ihm. Dort sind die aktuellen Bilder drauf. Ich probiere euch in der Detailansicht zu zeigen, wie er funktioniert, was er hat und welche Features dann bei der Final jetzt noch dazugekommen sind. Ich würde sagen, wir gucken. So, da ist der Belzebub RTA. Das hier, möchte ich wirklich nochmal darauf hinweisen, ist ein Prototyp. War noch eine Vorserienversion. Ich werde probieren zu erklären, was jetzt beim Final anders ist. Wer es genau sehen will, der kann das auch tun beim Elvis, beim Münchner Dampferhimmel. Dort sind Fotos aufgeschaltet vom Neuen, wenn ihr den bestellt, also vom Final. Aber nichtsdestotrotz, Elvis meinte, komm, zeig den Leuten den Proto. Okay, dann gucken wir uns diesen Prototyp jetzt mal an. Wird auch nicht viel eine Geschichte drum machen. Machen wir es dann auch relativ kurz. Also, Prototyp ist gekommen mit Tröpfel selber, einem Imbusschlüssel. Bei der Final bekommt ihr den Imbusschlüssel plus Ersatzschrauben für die Pole und Ohrringe dazu, habe ich gesehen auf den Fotos. Diese Cap hier bekommt ihr auch. Und hier kann ich gleich sagen, bei der Final habt ihr hier oben dann noch ein Rundloch drin. Das hat so bei 2 mm ausgesehen, wie beim letzten Version vom Dodge. Da könnt ihr dann, also müsst ihr euch hier noch ungefähr oben eine Bohrung denken von 2 mm. Ihr bekommt auch ein, wenn ich es denn rausbekomme, na, so, ein Whiteboard-Rip-Tip mit. Das hat 12 mm Durchmesser innen. Und natürlich bekommt ihr auch den Tröpfler. Hier ist er jetzt mit der Adapter Cap für dieses Drip-Tip hier, dieses konische, das hat auch einen Spritzschutz und einen Spitback. Das ist hier mit dem Adapter. Wir sehen auch Belzebub RTA hier. Ich zoome mal ein wenig ran. Eine Seriennummer ist drauf, ein Kupferpin als Pluspol. Was auch anders ist jetzt bei der Final, ist, dass hier noch eine zusätzliche, na, wie wollen wir es nennen, Langloch noch zusätzlich gemacht wurde, hier und hier auf der Seite jeweils, so dass noch ein bisschen mehr Luft kommt. Also da müsst ihr euch außen einfach jetzt noch eins mehr denken. Ich drehe euch mal kurz die AFC zu, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ding ist für Dual Coil konzipiert. Könnt ihr rausnehmen. Könnt ihr das andere reinmachen. Gucken wir mal die Base an. Die hält ziemlich gut. Da zwei O-Ringe. Mach's mal da drauf. Dann könnt ihr es besser sehen oder kann ich es besser zeigen. Wir haben hier schöne Löcher, die sind 2,5 mm dick, oder im Durchmesser. Wir haben eine Tiefsaftrinne oder ein Juice Well oder wie man es immer nennen will, das anständige Tiefe hat. Da könnt ihr was unterbringen. Die Madenschrauben sind jetzt auch nicht die dünnsten, das ist gut. Können Sie mal messen. Das sind M3, also da könnt ihr auch ziemlich wirklich an Drähten verbauen, was ihr euch so vorstellt in den wildesten Träumen, wenn ich die Worte finde.
Ja, eigentlich eine klassische Sache. Das Beste von mehreren Tröpfeln, die wir kennen oder die meisten von euch, denke ich, kennen, wurde da kombiniert. Macht einen soliden Eindruck. Nichts Kompliziertes. Ich werde jetzt da mal eine Coil drauf verbauen. Und dann gucken wir weiter. So, weiter geht's mit Clapton verbauen. Mal gucken, ob ich es hinbekomme vor der Kamera. Deshalb auch der kurze Schnitt. Ich baue jetzt hier Fused Clapton Coils drauf. Das sind meine Standarddinger unterdessen. 050er mit 012er ummantelt. Fangen wir ganz klassisch an. Den hier rein. Den ganz nach außen. So. Muss man so stehen. Und ihr seht, das braucht fast nichts von dem Loch. Dann drücke ich mir doch die Coil mal ein wenig so in Position, wie ich es denn gerne hätte am Schluss. Dann ziehe ich den auch an. So. Mal kontrollieren, wie das aussieht. Meiner Seite, vor der Kamera ist das halt immer so eine Sache. Okay. Können wir den schon abschneiden. Den hier auch. So. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat es mit dem Pluspol schon ein wenig verdreht. Da bin ich selber schuld dran, weil ich habe da vorhin an dem rumgespielt. Den eben kurz ein wenig mehr anziehen. So. Weiter geht's. Den länge ich gleich mal schon auf die Länge ab, wie es dann braucht. Weil ich kann jetzt hinter der Coil natürlich nicht mehr abschneiden. So. Den hier noch ein bisschen aufdrehen. Hier kontrollieren, dass die nicht hinten raussteht. Ja, wie das also ist mit Prototypen, ich muss mir da jetzt mal kurz mit dem helfen. Ich den nicht weiter drehe, ist halt bei runden Isolatoren halt öfters mal ein Problem, aber man kann da wirklich auch gut mit einer Zange dagegen halten und anziehen, das ist nicht der Weltuntergang. So, ausrichten. So, den noch abschneiden hier.
Ganze ungefähr wieder in Position bringen. Mal gucken, was das Ohmmeter sagt. Der wird bei 0,1 Ohm sein. Das befeuert der hier jetzt nicht. Deshalb müssen wir kurz was anderes nehmen. Fangen wir mal da vorsichtig an mit dem Glühen. Hotspots drauf. Nehmen wir mal die Pinzette. Hier noch einen gesehen. So. Jetzt sollte das etwa gleichmäßig glühen. Gucken wir mal. Jawohl. Nicht vergessen, ne? Beim Glühen könnt ihr euch sonst immer da der Isolator schmelzen. Dann kommt Watte rein. In der Zwischenzeit kann das kurz hier ein wenig runterkühlen. Für die Watte nehme ich da meine Mucci-Pads, die P-Label. Fühle das da ein wenig auseinander. Dann ungefähr in der Mitte teilen, zusammenrollen, zu einem Röllchen. So, das zweite auch. Okay, sollte so passen. Da, naja. So, abschneiden. Alles vor der Kamera ein bisschen anders. Ich glaube, ich bekomme es hin. So. Na, gehst du rein? Okay. So, warte ein bisschen ausrichten. Ich
Liquid drauf machen. Das ist das, wie nennt Elvis das? Auch Royal Hawk. So, das Zeug schmeckt wirklich extrem lecker, muss ich sagen. Nur die Flaschen sind halt nicht so praktisch, weil das ist eine pure VG-Soße. Und farbig ist es auch ziemlich, wie ihr seht. Mal sicherstellen, dass genug drauf ist. Das kurz einziehen lassen. Okay. AFC einstellen. So. Dann nehme ich das Drip-Tip hier. So, bevor ich was zum Tröpfel sage, noch kurz zwei Sachen. Das Zeugs von Elvis heißt natürlich nicht Royal Hawk, sondern das heißt Blue Hawk, wie man hier auch schon sieht, ziemlich daneben gesabbert mit dem Zeugs. Und die Flaschen sind jetzt nicht die praktischsten für mich, deshalb habe ich sie in PEN-Flaschen umgefüllt. So, so viel dazu. Zum Tröpfle, zum Proto. Scheinbar habe ich da wirklich mit der Coil und mit der AFC voll offen, obwohl jetzt da noch beim Final ja noch eine Rille mehr dazugekommen ist, den Geschmack ziemlich gut getroffen, also schmecken tut das Teil wirklich gut. Wer es genau angeguckt hat, sieht da mehrere Tröpfle drin verbaut, wie einen Twisted Masses, einen Dodge, einen Mutation sehe ich da auch drin. Sind auf jeden Fall so die drei Tröpfle, die ich da drin sehe. Finde ich eigentlich aber legitim, das Beste von allen zu nehmen, zusammenzuwerfen und da was Neues draus zu machen. Das ist nicht neu. Den Preis, wo ich gesehen habe, finde ich auch okay mit dem Umfang, was ihr dazu bekommt. Also von daher. Obwohl es ein Prototyp ist eigentlich, gebe ich jetzt mal trotzdem Daumen hoch, weil der ist hier als Prototyp auf dem richtigen Weg gewesen, dann zum Final. Und wenn ich mir den Final so angucke, den ich noch nicht in der Hand hatte, kann dort auch nicht eigentlich noch jetzt was falsch gemacht worden sein. Deshalb der Daumen hoch, auch wenn es ein Prototyp ist. So, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.